Los geht's! Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet und willkommen zu einem neuen Filmchen. Ich werde euch heute wieder ein bisschen mit durch den Tag nehmen. Es ist Freitag, wir haben einen ganz normalen Wochen- und Arbeitstag und da an der Seite steht mein Bastelbruder, der wundert sich, was ich hier unter der Woche in die Kamera quatsche. Hast du was zu sagen? Hallo. Ja, es ist Freitag, ein normaler Arbeitstag. Ihr hört an meiner Stimme, der Herbst ist nicht nur, was das Wetter angeht, da, der Herbst ist auch im Kindergarten da. Die Kinder sind verschnupft und dann dauert das nicht lange, bis die Erkältung auch bei mir ankommt. Aber ja, was uns nicht umbringt, härtet uns ab. So ist es nun mal. Ich frage mich, wie ich mein Immunsystem ein bisschen besser pushen kann, weil frische Luft, Ernährung und so weiter, alles wunderbar. Aber trotzdem, alles, was rund um Atemwegserkrankungen sich dreht, landet am Ende immer bei mir. Nun gut, ihr habt heute das Vergnügen mit einer etwas nasalen Stimme und einer blassen Haut, aber wir begehen den Tag frohen Mutes. Es ist Freitag, wir begehen jetzt auch bald das Wochenende, das sollte Motivation genug sein. Ja, was steht heute an? Erstmal geht es jetzt gleich natürlich zur Arbeit. Ich packe jetzt gleich mein Täschchen. Dann werden wir heute Abend ein richtig leckeres Ofengemüse zaubern. Perfekt für die kalten Tage. Denn bei uns kühlt es nachts tatsächlich auf 7 Grad aktuell runter. Das ist echt frisch. Also ich habe ja noch vor ein paar, 2, 3 Videos habe ich ja noch gesagt, so puh, die Sommerhitze kann langsam vorbeigehen. Ja, mit so kalt habe ich auch nicht gerechnet. Aber was will man sich beklagen? Es bringt eh nichts. Das Ofengemüse wird jedenfalls sehr, sehr lecker. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Die Morgenroutine ist erledigt. Habe ich jetzt nicht mitgefilmt. Da hat meine Verfassung noch nicht so ganz gepasst. Wir haben auch gefrühstückt. Mein liebes Bastelbrüderchen, mein Mann, hat uns das Frühstück gezaubert. Ja, und entsprechend geht es gleich erstmal los. Später werden wir uns ein bisschen an Herbstdeko begeben, beziehungsweise mehr an Vorbereitungen für die Herbstdeko begeben, denn mir ist das ein bisschen zu orange geworden und da soll ein bisschen Farbe zum Einsatz kommen und dann schauen wir mal, was heute sonst noch so passiert. Die große Putzmotivation wird es heute nicht geben. Es wird ein bisschen Kochen, Rezepte, bisschen Alltag und etwas Ruhiges, Entspanntes, Kreatives sein. Ich hoffe, dir gefällt der Vlog. Zeig mir das gern mit einem Däumchen nach oben. Über eure Kommentare freue ich mich auch immer sehr. Und ansonsten schnapp dir ein Tässchen Tee, wärm dich auf und auf geht es. Starten wir mit dem Outfit des Tages. Praktisch und bequem war heute der O-Ton. Ja, ich trage eine Jeans, schön locker stretchy, weil ihr wisst, ich arbeite in der Krippe und da muss man sich doch ganz gut bewegen können. Dazu passend zu meinem Erkältungsmodus ein Hoodie heute, beziehungsweise ein Sweater vielmehr. Die Hose, die habe ich bei Taco gekauft. Dieses Sweatshirt ist von Shein. Ja, und dazu gibt es einfach ein paar Sneaker. Das sind jetzt hier ein paar Venice-Sneaker. Und ja, ready to steady. Auf geht es. Wobei, in der Kita trage ich natürlich Hausschuhe. Los geht's! Ich muss jetzt gleich los. Entsprechend, ja, muss ich mein Täschchen packen. Ich habe hier einen Rucksack. Da wollten ja einige auch mal gerne reinschauen. Es gibt so ein paar Sachen, die da eigentlich immer drin sind. Hier haben wir alles rund um Kosmetik, Handcreme, Tampons und ja, so ein bisschen duftend und feilend und Haargummi, was man als Frau eben so zwischendrin ab und an benötigt, um sich wohl und gut zu fühlen. Ja, dann schauen wir, da war jetzt ein M. Ich habe beim Schnitt gesehen im letzten Vlog, da kommen echt viele M's im Moment. Es tut mir sehr leid.
Dann haben wir hier unten noch einen kleinen Reißverschluss. Hier gibt es diverse Hals- und Hustenbonbons, wie auch verschiedene Tees und Vitamin-Dinger, diese heiße Zitrone-Teile. Das ist eigentlich Standardausstattung. Dann haben wir natürlich Taschentücher, Sonnenbrille und so ein Zeugs. Ja, hier drin haben wir die kleine Hausapotheke. Der Ventilator, der kann raus. Der hat mich in den heißen Tagen echt gerettet. Kann ich euch sehr empfehlen. So ein kleiner mobiler Ventilator auf Akkubetrieb. Ja, und dann habe ich jetzt hier meine Regensachen fürs Fahrrad. Ich fahre aber heute nicht mehr Fahrrad. Ich muss ehrlich sagen, damit habe ich ein bisschen geschludelt zuletzt, denn im Sommer war es mir einfach zu heiß. Jetzt gerade bin ich verschnupft, aber ich bin motiviert und gewillt, jetzt demnächst wieder in den Pedaltritt zu kommen. Jo, was nehme ich heute mit? Normalerweise Wasser, heute eine Kanne Tee. Ich habe hier Birne und Vanille drin, 1 Liter. Dann natürlich Taschentücher, ein Apfel und 2 Mandarinen. Und wie sich das so gehört, wenn man in der Kita arbeitet, Meditonsin, Kilometol und Nasenspray. Was man halt eben so braucht, ne? Also ich belächle das jetzt gerade ein bisschen, aber es ist wirklich ein Thema, das viele Erzieher wirklich sehr frustriert, weil einfach viele Kinder krank in die Kita gebracht werden. Es ist wirklich ein sehr, sehr frustrierendes Thema für uns. Ich verstehe all die Familien mit ihren beruflichen Verpflichtungen. Das ist in der heutigen Zeit alles wirklich sehr, sehr schwierig. Aber ein Kind, das krank ist, gehört einfach nicht in die Kita. Und unweigerlich führt das dazu, dass wir Mitarbeiter krank werden. Und schlussendlich, im schlimmsten Fall, muss die Gruppe geschlossen werden. Und dann gibt es gar keine Betreuung mehr. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich Sätze höre, wir lassen ein Kind mit Fieber oder Durchfall abholen. Und ich arbeite, wie gesagt, in der Krippe. Und immer wieder heißt es, ach, das sind die Zähne. Das Kind bekommt gerade Zähne. Ja, das mag sein, aber Fieber, die gelb laufende Nase, der Husten, es ist schlicht und einfach alles ansteckend. Nun gut, entsprechend, die Statistiken sprechen ja da auch für sich. Die Krankenkassen sind nicht sehr erfreut über die hohen Fehlzeiten der Erzieher. Aber was will man machen? Jetzt heute der Tag geht noch für mich. Und ich bin gut vorbereitet, entsprechend auf in den Kampf. Und dann bin ich froh, wenn ich später Wochenende habe. Die Arbeit ist geschafft und das Wochenende fängt an. Es gibt jetzt Resteessen. Ich habe gestern Linsensuppe gemacht und da haben wir noch reichlich über gehabt. Entsprechend gönnen wir uns da jetzt gleich ein Tellerchen. Der Topf war im Kühlschrank, darum ist er auch so beschlagen. Ich wärme das Ganze jetzt auf. Und dann lassen wir es uns schmecken und später zum Abend werde ich dann nochmal frisch kochen. Aber ja, statt ein Butterbrot zu essen, ist das hier eine gute Alternative. Und für all jene, die Weight Watchers machen, sehr, sehr punktefreundlich. Das ist die schnelle Variante. Ich habe einen Bund Suppengrün, schön klein geschnitten, dann eine Zwiebel angebraten, das Suppengemüse dazu, 1 Liter Gemüsebrühe dazu. Das Ganze dann eine Viertelstunde kochen lassen und dann die Linsen fertig aus der Konserve dazugegeben, wie auch Geflügelwürstchen. Ja, dann natürlich ein bisschen Salz, Pfeffer und Majoran und fertig ist das Süppchen. Ein bisschen Essig rein ist auch lecker, kann man aber auch hinterher individuell noch machen. Ja, ich lasse die jetzt mal warm werden und dann freue ich mich auf meinen Teller Suppe. So lassen wir uns das Ganze jetzt schmecken. 2 gut gefüllte Teller, noch ein bisschen Vollkorntoast dabei und ja, das lassen wir uns jetzt ein bisschen, ja, was rede ich hier, schmecken, gut tun, aufwärmen, gegen Schnupfen helfen hoffentlich. Und da war gerade das andere Toast. Ja, meine Lieben, Erkältungszeit ist Badezeit. Die Wanne läuft gerade voll und drinne habe ich natürlich das gute alte Erkältungsbad von Kneipp. Ihr seht, die Flasche hat nicht mehr sehr viel Inhalt. Wenn ich erkältet bin, was ja durchaus öfter mal vorkommt, verwende ich das sehr, 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 sehr gerne. Ich kann es echt nur empfehlen. Es ist so ein bisschen wie eine Ganzkörperinhalation, finde ich immer. Und hilft mir mit den Atemwegen immer ganz gut. Ich werde den Freitag jetzt hier tatsächlich auch beenden. Ich hatte ja eigentlich noch so einiges vor. Aber die Arbeit war dann doch für meinen Energiestatus heute ein bisschen zu anstrengend. Entsprechend
ja, lasse ich mich jetzt hier noch ein bisschen ausspannen, die Seele baumeln, inhaliere ein bisschen und dann machen wir morgen am Samstag weiter. Ich war im Action, um ja, etwas zum Organisieren zu besorgen und um Spanngurte zu besorgen. Und was soll ich sagen? Es ist mehr geworden und ich zeige euch jetzt, was ich geshoppt habe. Los geht es mit einer Leinwand, 40x50 cm lang oder groß. Da möchte ich ein Bild zaubern, ein bisschen mit Farbe experimentieren und das soll am Ende ins Wohnzimmer. Ich könnte mir vorstellen, dass ich euch da mitnehme. Ganz bestimmt sogar. Dann ungeplant, absolut ungeplant, jetzt haben wir hier die Reflexion auch praktisch, eine Wolldecke, genau. Die Halbzeit ist da, es ist sehr kalt und ungemütlich geworden und die gefiel mir so gut, die fühlt sich so angenehm an. Ich weiß gar nicht, ist das 100%ige Wolle? Ne, 100% Mixed Fibers, also... ja, Mikrofaser. Fühlt sich aber tatsächlich an wie Wolle. Sehr interessant. Ja, so ein bisschen kariert, ein bisschen Landhaus. Passt sehr gut in die Herbstzeit. Und ja, wie gewohnt bei den Holz blende ich euch natürlich die Preise ein. Dann Thema Organisation. Ich möchte oben meinen Schminktisch ausmisten. Dazu habe ich verschiedene Ordnungs-Organisationsbehältnisse gesucht. Und da muss ich ehrlich sagen, die waren mir auf Amazon schlicht einfach zu teuer. Es gab dieses Set hier bestehend aus 6 Behältern. Und ja, das war sehr günstig, wie ihr seht. Deshalb durfte es auch direkt zweimal mit. Und dann gab es noch diese Behälter hier. Da habe ich einmal die 23x9 cm geholt. Die finde ich klasse, weil die tatsächlich so eine Gumminoppen haben, dass sie auch nicht verrutschen können. Diese habe ich jetzt viermal mitgenommen und hier könnt ihr auch sehen, welche Größen es da gab. Die Auswahl, die war wirklich hervorragend und von der Verarbeitung gibt es auch. Da gibt es echt nichts zu meckern. Hiervon habe ich jetzt 4 mitgenommen und dann habe ich mir nochmal 2 Stück mitgenommen mit dem Maß 16x25 cm, ebenfalls unten mit den Rutschnoppen. Ja, wirkt sehr, sehr hochwertig auf mich. Dann habe ich Spanngurte gekauft, das wofür ich ja eigentlich hingefahren bin. Und zwar brauchen wir die, um den Pool einzuwintern. Da habe ich einmal diese hier mitgenommen, viermal, 3,50 Meter lang und einfach hier mit so einem ja, Metallmechanismus zu verschließen. Die durften, wie gesagt, viermal mit. Wir wussten noch nicht genau, welche Variante wir nutzen, ob wir diese verwenden oder folgende. Denn es gab natürlich auch richtige Spanngurte, wie man das kennt, mit der großen Ratsche, schön stabil, mit einer Länge von 5 Metern. Und ja, da werden wir mal ausprobieren, was uns da besser gefällt, was besser passt. Und bei dem Preis, wir hatten auch hier auf Amazon geguckt, es ist online einfach wesentlich teurer. So, entweder verwenden wir die, da haben wir genügend da, oder eben jene. Die habe ich jetzt auch dreimal mitgenommen. Falls wir sie benutzen, brauchen wir 3 Stück davon. Ansonsten haben wir sie auf Vorrat. Sowas kann man immer brauchen und wird nicht schlecht. Natürlich, wie immer, wenn ich in Action bin, dürfen die Gefrierbeutel mit. Die seht ihr ja oft in meinen Videos, wie ich sie verwende. Die halten auch zum Einfrieren übrigens Suppe und Soßen sehr, 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 sehr gut. Da wurde ich jetzt schon mal nachgefragt. Kann ich euch auch für diesen Zweck sehr gut empfehlen. Und dann habe ich noch Herbstdeko. Ja, ich wollte eigentlich keine Herbstdeko kaufen, aber... ja, was soll ich sagen? Sie waren einfach zu schön. Die habe ich tatsächlich beim letzten Mal schon gekauft. Ich wollte sie aber jetzt noch mit reinnehmen, einfach weil ich sie so wunderschön finde. Ich habe die zweimal geholt. Ich meine, die hätten bei 2,99 das Stück gelegen. Und ich freue mich schon, wenn ich die das erste Mal erleuchten lasse. Denn ich glaube, dass das wirklich richtig, richtig hübsch aussieht. So schaut das Ganze jetzt abgedeckt aus. Wir haben uns für die blauen Zurgurte entschieden. René hatte erstmal eine Plane bestellt auf Amazon, weil er die gerne möglichst unauffällig haben wollte. Also nicht so eine blaue Bauplane. Und aus einem ähnlichen Grund haben wir uns auch für die blauen Gurte entschieden und nicht für diese signal-orangen Zurgurte, weil das hätte uns einfach
zu arg farblich geknallt hier mit Blick in den Garten. Ja, was haben wir dieses Jahr gemacht? Einfach die Plane tatsächlich auf die Wasseroberfläche gelegt. Dann natürlich vorher ausgemessen, dass wir genug Überschuss haben. Die Zurgurte haben wir, ja, das sind mehrere, ich glaube vier in der Summe. Die sind alle so ineinander, ja, geklippt, verbunden, gezurrt und das Ganze ist auch ordentlich auf Spannung. Entsprechend kann die Plane nicht wegwehen, runterrutschen, wegrutschen und gleichzeitig kann sich aber, wenn sich Regenwasser sammelt, das Gestänge nicht so maximal wahnsinnig auseinanderbiegen. Wir haben den Pool jetzt schon mehrere Jahre im Winter draußen stehen lassen, unterschiedlichster Art abgedeckt. Es hat bisher immer funktioniert. Eigentlich sollen die ja laut Hersteller nicht stehen bleiben. Aber ganz ehrlich, wir sind zu faul, die abzubauen und den abzubauen und einzuwintern. Die Plane haben wir hier unten noch ein bisschen mit Kabelbinder festgemacht, punktuell nur. Ja, und so schaut's aus. Die, was war das? 90 Cent oder so pro Zurgurt. Hat geklappt, funktioniert. Es ist auch ein bisschen windig. Ja, ihr seht, hier wackelt und flattert nichts. Es hält prima. Es ist Zeit fürs Abendessen und das wird jetzt nicht das gestern, also in meiner Aufnahme von gestern, angekündigte Ofengemüse sein, sondern eine Gulaschsuppe. Ich habe den Rindergulasch schon klein geschnitten, eine rote und eine grüne Paprikaschote in Streifen geschnitten, ebenfalls eine Zwiebel gewürfelt und dann brauchen wir noch eine Knoblauchzehe. Und das Ganze wird jetzt im Thermomix zubereitet, aber in einem Topf, in einem ganz normalen Kochtopf sollte das ebenso gut funktionieren. Ja, und was da sonst noch reinkommt, zeige ich euch jetzt. Los geht es mit der Zwiebel. Die habe ich jetzt gewürfelt. Ich hätte sie auch hier im Thermomix hacken, schreddern können, wie auch immer man das betrachten will. Ich wollte sie aber lieber gewürfelt haben. Hinzu kommt noch die Knoblauchzehe. Ein guter Schwupp Öl. Und so werden die Zwiebeln jetzt im Thermomix für 3 Minuten bei 120 Grad gedünstet. Im Topf alternativ würde man auch bei Dreiviertel Temperatur das Ganze glasig dünsten. Im nächsten Schritt kommt das Gulaschfleisch dazu. Schwupp, das ging einfach. Und 30 Gramm Tomatenmark. Und das Ganze darf jetzt noch eine Runde dünsten oder im Topf eben dann anbraten. Hier im Thermomix sind es nochmal 5 Minuten bei 120 Grad. Im Topf sieht das Ganze jetzt so aus. Da kommen jetzt noch ein paar Sachen hinzu. Zum einen ein paar gestückelte Tomaten. Das sind so ungefähr 3 Tomaten. Dann packen wir noch einiges an Gewürzen dazu. Wir haben hier einen Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer, eine gute Ladung Majoran, 2 Esslöffel Paprika edelsüß. Wer mag, kann auch Paprika rosenscharf noch dazu packen. Dann ein Lorbeerblatt und etwas Kümmel. Genau, ein halber Teelöffel Kümmel ist auch noch dabei. Das Rezept im Übrigen, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, das stammt aus der Thermomix Rezeptsammlung. Dazu kommt dann noch ein Würfel Fleischbrühe und 700 Milliliter Wasser. So darf das Ganze dann jetzt 40 Minuten bei 100 Grad kochen. Wichtig ist, dass ihr den Linkslauf einschaltet, damit ihr am Ende auch noch Fleischstückchen habt und nicht alles klein geschreddert ist. Leute, schaut mal. Oh. Ich kann leider aufgrund der Erkältung nichts riechen, aber ich würde wetten, das riecht verdammt gut. Nun kommt noch ein bisschen was dazu. Ich habe hier Mehl mit etwas Wasser angerührt. Das dürften so 1,5 Esslöffel 30 Gramm Mehl sein. Das kommt jetzt hier rein, um die Suppe so ein bisschen anzubinden. So. Ebenfalls kommt jetzt Paprika rein. Das war ja eine rote und eine grüne Schote. Und dann darf das Ganze jetzt noch mal eine Runde kochen. Alles kommt wieder oben drauf. 8 Minuten bei 100 Gramm. Und wieder Linkslauf aktivieren. Sehr, 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 sehr lecker. Die ist echt gut geworden. Wenn ihr
die Gulaschsuppe richtig scharf haben wollt oder schärfer haben wollt. Hier ist so eine milde Schärfe durch den Pfeffer drin. Das reicht mir auch tatsächlich jetzt. Aber ihr könntet natürlich noch ein bisschen Tabasco mit reinmachen, je nach Belieben. Oder halt eben Paprika rosenscharf. Dann bekommt das Ganze noch mal ein bisschen mehr Bums. Aber wie gesagt, mir reicht das so. Super, super lecker. Und ich richte das Ganze jetzt mal an. Wir sind jetzt hier unten in meinem Zimmer angekommen, in meinem Hobbyraum, Büro, wie auch immer man es nennen möchte. Und ich habe hier einen Teil, das ist wirklich nur ein Bruchteil meiner Herbstdeko stehen. In den letzten Jahren war die Herbstdeko sehr, 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 sehr orange. Allein durch die künstlichen Laubgirlanden und Kunstpflanzen insgesamt. Und das fand ich auch immer schön, aber irgendwie ist es mir ein bisschen zu orange geworden. Und entsprechend möchte ich da ein bisschen was Helles mit reinbringen und vielleicht auch ein bisschen Glitzer und Gold. Entsprechend habe ich hier jetzt einige Sachen rausgesucht, so ein paar künstliche Kürbisse. Hinten habe ich noch diese Zaunelemente, die eher in diese Halloween-Richtung gehen. Und meine Deko ist mehr, würde ich sagen, Herbst als Halloween. Halloween ist nicht so mein Ding. Dann haben wir hier noch solche kleinen Gestecke. Die möchte ich auch umpinseln und neu arrangieren. Ja, und genau das werde ich jetzt machen. Ich habe mir Farbe rausgesucht. Zum einen habe ich hier meine Pinsel, dann ganz normale Acrylfarbe in Rot und in Weiß. Denn ich möchte in die hellere Richtung gehen, Weiß, Creme, aber auch vielleicht so ein bisschen Rosa mit reinbringen. Ich weiß es noch nicht, das ist so ein Prozess, wo ich experimentieren werde. Aber ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht den einen oder anderen schwarzen Kürbis. Also ein bisschen weniger farbintensiv, formulieren wir es so. Natürlich gibt es auch Glitzer, die Palette, die werden wir brauchen. Und dann habe ich mir die Metallic-Farben rausgesucht. Die hatte ich vor einiger Zeit mal bei Amazon gekauft. Die haben mich sehr, sehr, sehr begeistert, weil sie einfach einen super schönen metallischen Effekt haben und hier in einer farblichen Vielfalt kommen. Ihr findet alles in meiner Amazon Storefront verlinkt. Diese Farben, ein wunderbares Pinselset findet ihr dort verlinkt. Und weiteres, das ich euch von Herzen gerne empfehlen kann. Und ich würde sagen, jetzt schnacke ich nicht mehr lang. Es geht jetzt los, ran an die Pinsel und ran an die Kürbisse. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. It has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Meine Lieben, ich bin fertig mit dem Pinseln. Wir starten mit den Kürbissen. Die waren ja alle knallorange und es ging mir gar nicht darum, nichts mehr orange zu haben. Ich wollte einfach nur weniger, weil es kommt natürlich noch Kunstlaub und all das zum Einsatz. Und da sind in den letzten Jahren die Kürbisse gar nicht mehr groß hervorgekommen. Ich habe zunächst mit Weiß angefangen. Bei dem hellen Kürbis hat das auch fantastisch funktioniert. Ich musste zweimal drüber gehen mit dem Weiß, aber es hat soweit geklappt. Hinterher bin ich noch mit dem Glitzeracryl drüber gegangen, um noch ein bisschen Schimmer reinzubringen. Und überall habe ich den Strunk golden angemalt.
Bei diesem Kürbis ist es aber passiert, dass sich irgendwie von dem Orange des Kürbisses da so ein bisschen was gelöst hat. Das ist auch durch drei Schichten Farbe durchgedrungen. Weiß fand ich wirklich sehr schwierig. Würde ich beim nächsten Mal tatsächlich eher mit einer Sprühfarbe machen. Ob dann auch Orange durchkommt, weiß ich nicht. Ist ein anderes Thema. Aber die Deckkraft und der Aufwand ist mit einer Sprühdose sehr viel geringer. Also weiß, es hat geklappt, würde ich aber beim nächsten Mal anders machen. Schwarz war wunderbar, die Deckkraft ist sensationell. Einmal drüber und fertig, alles ist schwarz. Das war mattschwarz, ähnlich wie hier bei diesen, seht ihr gleich. Und ich habe mich dazu entschieden, auch hier wieder ein bisschen Glitzer zum Einsatz zu bringen. Und dann haben wir natürlich noch die kupferfarbenen, also Kupfer oder Bronze, wie auch immer man das sehen will. Ja, und ich finde, so haben wir doch eine ganz schöne Vielfalt bekommen, die aus diesem orange-roten Laub dann auch etwas hervorsticht. Und ich finde, das sieht auch ja, ein bisschen edel aus und schön aus. Und der Hintergrund bei der ganzen Aktion ist ja der, dass man nicht jedes Jahr neue Deko kauft, sondern dass man guckt, was man hat und das dann vielleicht verändert, umgestaltet, upcycelt, um halt eben ein bisschen nachhaltiger unterwegs zu sein. Im zweiten Schritt haben wir diese Kürbisse hier gehabt. Die waren ja auch knallorange. Hier unten sehen wir es noch an ein, zwei Stellen. Die habe ich auch schwarz angepinselt, einfach nur schwarze Acrylfarbe, nicht mit Glitzer versehen. Entsprechend ist hier auch das ursprüngliche Matt noch zu sehen. Das war mir aber ehrlich gesagt auch ganz recht. Ja, bei den Blättern habe ich nichts gemacht. Die Beeren haben auch ein kleines bisschen Glitzer bekommen. Die Sonnenblume hat auch ein bisschen Glitzer bekommen. Und der Kürbis wurde natürlich auch gekupfert. Dann haben wir noch so ein Modell, aber mit anderer Ausstattung. Hier habe ich den Tannenzapfen so ein bisschen weiß getupft an den Spitzen, um nochmal so einen kleinen Farbpop rauszubringen. Und ich habe die Blätter zum Glitzern gebracht und so schaut dann eben dieses Modell aus. Dann hatten wir ja noch die Zäune und die Zäune habe ich jetzt in Schwarz, Weiß und Kupfer gestaltet. Wir haben hier verschiedene Modelle, auch hier wieder den Stiel golden angemalt, dann noch ein bisschen Silber mit rein, ein paar Pünktchen. Hier bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Die gefallen mir richtig gut und ich habe die Anordnung auch immer so ein bisschen variiert. Ne? Also im Grundsatz ist es ja dasselbe Zaunelement jedes Mal, aber die Anordnung farblich, die habe ich hier immer mal wieder ein bisschen variiert. Entsprechend so schauen die Zäune aus. Und dann haben wir noch die Girlanden gehabt, die immer über dem Kamin liegen oder auf dem Kaminsims. Ich wollte hier eigentlich auch die Kürbisse weiß pinseln, aber das gestaltete sich ja, wie sich gezeigt hat, dort als etwas schwieriger. Und ja, ich wollte jetzt nicht noch die Sprühdose rausholen. Entsprechend habe ich mich hier nur um die Tannenzapfen gekümmert, habe denen auch so ein paar weiße Tupfer gegeben, um hier auch noch mal so einen kleinen Pop reinzubringen und ja, so viel zu den Girlanden. Ja, damit sind wir am Ende meiner Malerei und wir sind auch am Ende des heutigen Videos tatsächlich angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Zeig mir das gerne mit einem Däumchen nach oben. Alles, was ich so verwende, ist natürlich in meiner Amazon Storefront verlinkt. Diese wunderschönen Metallic-Farben. Es sind auch sehr schöne Pinsel verlinkt. Also, wenn du Lust und Laune bekommen hast, jetzt loszupinseln, schau gerne mal unten rein. Ja, wenn es dir gefallen hat, zeig mir das mit einem Däumchen. Ich freue mich auf dein Feedback und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!